Hallo und herzlich willkommen, liebe Nahtsfreunde, zum neuesten Video. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die PDC Q School 2022, die in der vergangenen Woche stattfand. Es wurden 32 Tourcards ausgespielt, 17 davon im UK und 15 in Europa. Die Tourcard sozusagen, die jetzt hier verteilt wurde an die Spieler, ist die Spielberechtigung für die PDC Pro Tour für die nächsten 2 Jahre. Es gab einige Spieler, die sich zum allerersten Mal eine Tourcard geholt haben. Und andere, die wiederum ja, die Tourcard verteidigt haben oder wieder zurück auf der Tour sind. Das Ganze, ja, man kann sich eine Tourcard über 2 Wege sozusagen sichern. Einmal über die Rangliste, aber auch über den Tagessieg an den 4 einzelnen Tagen in der Final Stage der PDC Q School. Wir legen los mit einem Blick auf das UK und schauen, wer sich dort die Tourcard sichern konnte. Im United Kingdom werfen wir zuerst einen Blick auf die Tagessieger und da hatten wir an Tag 1 einen Tourcard-Verteidiger sozusagen, und zwar James Wilson hat seine Tourcard direkt verteidigt. Das muss ich sagen, kam ein bisschen überraschend. Er hat ja bei der WM, war zwar nochmal dabei, über einen PDPA-Qualifier sich reingespielt, aber da hätte ich nicht gedacht, dass er sich die Tourcard hier wieder sichern kann, und er hat es geschafft und ist wieder Teil der Tour. Ebenfalls an Tag 2 hatten wir Darren Rapster. Darren Rapster, der ja wirklich einen extremen Absturz erlebt hat, der war ja wirklich mal einer, der in den vorderen Plätzen der Order of Merit zu finden war, aber in den letzten Jahren wirklich sehr abgerutscht ist, jetzt auch Q-School spielen musste, ist aber wieder dabei auf der Tour, hat die Tourcard sich zurückgeholt. Nicht wundern, wenn ich nach unten schaue, da ist mein Tablet und da lese ich sozusagen immer ab, wer denn sich hier eine Tourcard geholt hat. So auch an Tag 3 übrigens Ross Montgomery, das ist ein Schotte, den kennt vielleicht der eine oder andere von der BDO, ich muss ihn auch googeln, den Namen. Aber er ist auch wieder auf der Tour, und an Tag 4 hatten wir dann noch Josh Rock, der sich eine Tourcard sichern konnte. Ebenfalls wurden 13 Plätze über die Order of Merit ausgespielt, also man bekommt für jeden Sieg in jeder Runde, ich glaube aber erst ab der Runde der Top 64, bekommt man pro Sieg einen Punkt. Und wer am Ende sozusagen die meisten Punkte hat, rückt halt in der Rangliste auch immer weiter vor, und die besten 13 im UK, in Europa waren es dann 11, haben sich sozusagen über die Rangliste noch eine Tourcard geholt. Hier hatten wir an Platz 1 Jamie Clark, gefolgt von Ted Evans, den Jugendweltmeister, den kennt man auch, Connor Scott auf Position 3. Auf Position 4 hatten wir dann einen alten Bekannten, und zwar Richie Burnett, der sich die Tourcard wiederholt, hat mich sehr gefreut, denn Richie Burnett ist ja auch so ein bisschen eine kleine, oder schon, was heißt eine kleine, eine Legende, so ein wirklich Spieler, der über Jahrzehnte dabei ist und jetzt auch wieder auf der Tour. Kevin Burness ebenfalls mit dabei, und da ist natürlich die Frage zu stellen, wie es auch bei ihm jetzt weitergeht, denn er ist ja eigentlich auch für die Senioren-WM qualifiziert, ob er seine Teilnahme da trotzdem machen kann, denn eigentlich ist es untersagt, an TV-Turnieren teilzunehmen als Tourcard-Holder. Das ist hier sozusagen, also außerhalb der PDC natürlich, an TV-Turnieren nicht, aber an TV-Veranstaltungen, die jetzt sozusagen nicht innerhalb der PDC sind, ist es eigentlich untersagt. Und da muss man schauen, ob Kevin Burness da noch teilnehmen kann. Scott Waits hat seine Tourcard ebenfalls verteidigt, genauso wie Nathan Rafferty. Nein, der hat es nicht verteidigt, der hat sich geholt, sowas. Cameron Menzies, das ist der Mann von Fallon Sherrock. Auch er hat es endlich geschafft, sich eine Tourcard zu holen. Ebenfalls John O'Shea, George Killington, Mickey Mansell, der ja die Tourcard verteidigt hat. Das war auch jemand, der eher jetzt in den letzten Jahren auch in den hinteren Rängen der Order of Merit anzutreffen war. Hat es dann in dem Jahr auch nicht geschafft, zur WM zu kommen und ist deshalb hier auch verdammt gewesen, Q-School zu spielen, hat es aber geschafft. Nick Fulwell und Sean Wilkinson machen die Order of Merit komplett. Viele Namen sind natürlich eher unbekannt hier für uns auch in Europa, das ist vollkommen klar. Ich kenne da auch jetzt hier bei weitem nicht jeden, von daher ist es immer ganz cool bei den bekannten Gesichtern, wenn man da, oder bekannten Namen, wenn man da jemanden sozusagen schon mal gehört hat. Aber gut, das ist nun mal so bei einer Q-School. Jetzt werden wir einen Blick nach Europa werfen, denn das ist natürlich aus deutscher Sicht und aus deutschsprachiger Sicht auch eine viel interessantere Sache als vielleicht die UK-Q-School. Wie auch schon beim UK möchte ich mit den Tagessiegern anfangen. Und da hatten wir an Tag 1 den Spanier José Justicia. Justicia war ja schon mal auch Teil der Tour und er hat es, ja, er war so ein bisschen negativ damals aufgefallen. Also ja, jetzt nicht unbedingt selber, aber durch das Handgemenge damals mit Adrian Lewis, sage ich mal, wo Lewis ihn dann an den Hals gepackt hatte. Das war so ein bisschen das, wo ich ihn so in Erinnerung hatte. Jetzt als Tourcard-Holder bin ich gespannt, wie es für ihn da laufen wird. Ein
weiterer Spanier auf der Tour. Cristo Reyes hat es nicht geschafft, seine Tourcard sich zu holen, aber mit José Justicia haben wir einen Spanier auf der Tour. An Tag 2 hatten wir dann Brian Rahman, das ist ein Belgier, den kennt man vielleicht von der WDF, ist der sehr aktiv, bei der BDO auch und ich glaube auch schon mal Rio Pinto hat er gespielt. Rio Pinto nicht, oder weiß ich gar nicht, aber UK Open war auf jeden Fall mal dabei. Also schon mal ein Name, den vielleicht schon mal gehört habt. Luke Peters, auch an Tag 3 dann, der sich die Tourcard geholt hat. Das ist jemand, der es schon häufiger mal probiert hat in den Qualifikationsturnieren an. Sozusagen hat er häufiger teilgenommen, hat es aber nie richtig geschafft, sich eine Tourcard zu holen. Jetzt hat es geklappt, freut mich sehr für ihn. Und dann hatten wir an Tag 4 Christoph Kitschuk, der seine Tourcard verteidigt. Der Pole ist damit auch wieder auf der Tour vertreten und dort an der Seite von Christoph Ratajski und einem weiteren Polen, den wir jetzt gleich noch sehen werden, wenn wir auf die Rangliste schauen, die polnische Flagge auf der Tour hochhalten. Kommen wir nun zur Rangliste und hier hatten wir auf Platz 1 Mario van den Bogarde und da muss man sagen, 12 Punkte, das ist eine Bombenleistung, die er hier hingelegt hat, war schon nach Tag 3 qualifiziert über die Order of Merit. Richtig starke Leistung von Super Mario, ein Top-Belgier und bin ich gespannt, was er jetzt auf der Tour leisten wird. Dann hatten wir auf Platz 2 Jules van Dongen, auf Platz 3 Kevin Dötz, Platz 4 für Tony Martinez, also noch ein Spanier dann auf der Tour. Danny Jansen auf Platz 5, dann auf Position 6 Radek Zaganski, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Also haben wir jetzt drei Polen, ich hatte es ja schon angesprochen. Nummer 7 ist dann Damien Moll gewesen und auf Platz 8 Jimi Hendrix, den bitte nicht verwechseln mit Jerry Hendrix. Das ist jemand anders, Jerry Hendrix, der hat ja mal einen coolen Walk-on bei der WM gehabt. Den hatte ich erst gedacht, dass das der ist, aber nein, das ist ja Jerry Hendrix, Jimi Hendrix, das bringt man schnell mal durcheinander. Also hier ist Vorsicht sozusagen geboten bei den Namen auf Position 9 und da aus deutscher Sicht natürlich eine gute Nachricht. Ricardo Pietreczko hat für die einzige deutsche Tourcard in dem Jahr gesorgt. Herzlichen Glückwunsch von meiner Stelle aus dazu. Viel Erfolg auf der Tour und gib dein Bestes und riesen Respekt, dass er es geschafft hat, hier durch die Q-School zu kommen. Platz 10 für Vladimir Andersen, ein Däne damit auf der Tour und Roby John Rodriguez mit 5 Punkten gerade so noch reingerutscht und sich die Tourcard auch gesichert und damit ist er wie sein Bruder auch in den nächsten 2 Jahren auf der Tour vertreten. Nun kommen wir noch zu einem kleinen Fazit. Ich möchte ein bisschen über den Modus jetzt sprechen und über die Ergebnisse der Q-School, die ich auch nochmal Revue passieren lassen möchte. Wie bereits angesprochen, bevor wir jetzt zu den Ergebnissen kommen, wo ich nochmal ein kleines Fazit ziehen möchte, möchte ich über den Modus sprechen. Der Modus ist ja immer ein bisschen diskutiert, jetzt gerade mit dieser Vorrunde. Und da gibt es ja sozusagen Leute, die es befürworten, denn die dann sagen, okay, man hat hier eine kleine Art Auslese, die schwachen Spieler werden sozusagen raussortiert und sind sozusagen nicht mit in der Final Stage, wo es dann richtig um die Tourcard geht. Andere sagen, was ich auch verstehen kann, jeder, der das Geld bezahlt und da bereit ist, 500 Pfund hinzulegen, hat auch die Spielberechtigung dazu und sollte auch die richtige Chance haben, auch die Tourcard und nicht erst in so eine Quali-Runde müssen. Ich verstehe beide Seiten irgendwo. Ich sage mal so, es ist vielleicht für die Planbarkeit besser, weil ich glaube, zum einen wegen Corona, aber auch zum anderen, immer mehr Leute werden die Q-School spielen und wenn man jetzt mal irgendwie 400, 500 Leute hat an einem Tag, kann das schon ganz schön lange dauern, dann die ganzen Spiele. Denn du brauchst zum einen viele Boards und zum anderen kann es auch mal sein, dass zwei schwache Spieler, die jetzt ein 40er Average spielen, gegeneinander antreten und dann bei Best of 11 kann das schon sehr lange gehen. Aber auch hier, wie bereits gesagt, man muss jedem natürlich die Chance geben. Wenn du mit 50er Average die 500 Pfund bezahlst, dann ist das auch legitim, da teilzunehmen. Und von daher, ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen, ich verstehe beide Punkte. Mich würde eure Meinung zum Modus interessieren. Sagt ihr, das neue System mit Vorrunde und Final Stage ist besser oder sagt ihr, man sollte zum alten System, wie es noch vor 2 Jahren war, zurückgehen, dass es wirklich eine Q-School gibt, wo dann jeder die Chance hat auf eine Tourcard und keine extra Stage spielen muss. Also schreibt mir es in die Kommentare. Nun kommen wir also zu den Ergebnissen, wie ich die denn so finde. Und da beginnen wir mal mit dem UK und da muss ich sagen, es ist natürlich cool, dass so alte Hasen sich die Tourcard zurückgeholt haben, wie ein Richie Burnett, wie ein James Wilson, wie ein Darren Webster. Das sind bekannte Namen. Viele junge Leute auch dabei, die sich da über die Rangliste oder auch über den Tagessieg sozusagen sich reingespielt haben. Das ist auch ganz cool. Einziger Wermutstropfen ist für mich Matthew Edgar, der wirklich nur am letzten Tag dann mal einen tiefen Run hatte mit dem Halbfinale, dass er dann gegen Nathan Rafferty verloren hat. Und da muss man sagen, es ist sehr schade für
Primetime, dass es nicht gereicht hat für die Tourcard. Ich mag ja seinen YouTube-Kanal sehr. Ich denke, die meisten von euch kennen ihn da auch. Und wünsche ihm wirklich viel Glück jetzt in dem Jahr. Mal gucken, ob er Challenge Tour spielen wird. Ich denke mal schon. Und hoffentlich im nächsten Jahr dann wieder auf der Tour vertreten. Matthew Edgar. Beim Blick nach Europa muss man natürlich sagen, dass Holland das schon sehr dominiert hat. Also die haben, ich gucke hier nochmal drauf, 5 Tourkarten, wenn ich richtig gezählt habe, ja, gingen an die Niederlande und die Holländer sind in der Breite wirklich sehr qualitativ aufgestellt. Leider nur eine Tourkarte nach Deutschland. Dragutin Horvat, Kai Gotthard, Lukas Wenig und auch Fabian Schmutz hatten am letzten Tag ja wirklich noch die Chance. Da hat auch nicht viel gefehlt. War dann immer ein Spiel. Horvat hatte, glaube ich, sogar einige Darts gehabt, um sich die Tourcard zu holen, um dann sozusagen über die Rangliste das zu schaffen. Sehr, sehr bitter. Man muss natürlich sagen, Steffen Siepmann hat seine Tourcard verloren. Der hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er sie zurückholt. Da waren einfach die Jahre auf der Tour jetzt zu schwach. Hat er auch wirklich sich die 2 blödsten Jahre ausgesucht, um sich eine Tourcard zu holen mit Corona und allem. Sehr schade für ihn. Robert Marjanovic hat sie zurückgegeben, einfach aus familiären Gründen, glaube ich. Und somit haben wir immerhin einen Tourcard-Holder jetzt wieder, sozusagen, der das ersetzt in Form von Ricardo Pietrangelo. Ich bin gespannt, was er auf der Tour sozusagen spielen wird. Ist ja jemand, der viele Turniere spielt und auch schon mal auf der European Tour dabei war. Der ist auf jeden Fall den meisten bestimmt von euch ein Begriff und wünsche ihm viel Glück. Noch ein Wort zu Robbie John. Der hatte ja wirklich ganz schön zittern müssen. Also alle anderen, die jetzt über die Order of Merit weiter sind, hatten ja 6 Punkte. Er mit 5 Punkten da gerade so durchgekommen. Und es sah ja auch für Roxy nicht schlecht aus, Roxy James Rodriguez, der einen guten ersten Tag hatte, aber danach nicht mehr daran anknüpfen konnte. Ich dachte schon, wenn der Roxy sich jetzt die Tourcard holt und es für den Robbie nicht reicht, da hätte man schon ein bisschen was zu lachen gehabt. Aber Robbie macht das hier auch und bin ich auch happy drüber, denn der ist ein super talentierter Spieler und wird für Österreich, denke ich mal, auch die Fahne auf der Tour ganz schön hochhalten an der Seite von Mensur und auch natürlich von seinem Bruder. Bin ich sehr gespannt, wie die Österreicher abschneiden werden und da können wir gespannt sein. Das war die Q-School 2022. Mich würde eure Meinung zum Modus interessieren, wie schon gesagt. Aber auch zu den Leuten, die sich die Tourcard geholt haben. Seid ihr mit der deutschen Tourcard-Ausbeute von nur einer Tourcard zufrieden? Oder sagt ihr, naja, da hätte mehr drin sein können? Schreibt mir das alles in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Good Darts. Und ciao.